Heute ist das Fest des Namen Jesu. Und sehr oft sagen wir, in Gottes Namen fangen wir an. Dieser heiligste Name Jesu, das Fest, das wir heute feiern. Der Name Jesu bedeutet, Jahwe ist heil. Gott spricht selbst sich aus. Und zwar in Jesus können wir ihn anrufen. Als Petrus und Johannes zum Tempel gehen und dort an der Pforte den Gelähmten sehen, an dieser schönen Pforte, da sagt Petrus, Silber und Gold haben wir nicht, schau uns an. Und als dieser sie anschaut, sagt Petrus dann zu ihm, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Also in diesem Namen Jesu hat er ihn geheilt. Und als sie dann vor dem Hohen Rat sind und verhört werden, da sagt Petrus, dieser Jesus ist der Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Kein anderer Name, durch den wir gerettet werden sollen. Und im Hymnus des Philipperbriefes gipfelt die Aussage, alle Menschen werden ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und ihn als Herrn bekennen. Ja, in einer Vision, einer Botschaft an einen Seher hat Jesus gesagt, wenn alle Menschen Jesus rufen würden, würde ich sofort eingreifen und diese Welt retten. Und ich denke da auch an Bartimäus, den Sohn des Timäus, der dort am Tor sitzt von der Stadt, aus der Jesus gerade herauskommt. Und wer dann hört, dass Jesus geht, da beginnt er laut zu rufen, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und er schreit dann noch viel lauter, weil sie ihn ja zurückhalten wollen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und als er dann zu Jesus kommt, sagt dann Jesus, wie er ihn die Bitte ausgesprochen hat, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Dieser Glaube an den Namen Jesu. Ja, und ich denke so an das, was die Ostkirche uns auch so ans Herz legt, dass wir immer wieder beten, Jesus, erbarme dich meiner. Jesus, erbarme dich meiner. Oder Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Wir brauchen nicht viel Worte, aber wenn wir diese Worte im Glauben aussprechen, Jesus, erbarme dich meiner, dann werden wir Frieden empfangen. Und diesen Frieden wünsche ich euch für dieses neue Jahr.